Kommunistische Organisation. Grundlagenschule. Kapitel 9.2. Politische Ökonomie des Sozialismus und Kommunismus. Der Sozialismus ist die neue Gesellschaftsform, die aus dem revolutionären Sturz des Kapitalismus entsteht. Wie die kapitalistische Gesellschaft in ihrem Wesen durch die kapitalistische Produktionsweise bestimmt ist und ihr politischer, juristischer, kultureller, ideologischer und sonstiger Überbau sich auf der Grundlage dieser Produktionsweise erhebt, ist auch der Sozialismus durch die sozialistische Produktionsweise bestimmt. Die sozialistische Produktionsweise hat ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten, die sich von denen der kapitalistischen Produktionsweise sehr grundlegend unterscheiden. Die grundlegenden Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise, wie das Wertgesetz, das Mehrwertgesetz, die Konzentration und Zentralisation des Kapitals, die notwendige Entstehung von Krisen und der tendenzielle Fall der Profitrate haben unter der sozialistischen Produktionsweise grundsätzlich keine Gültigkeit mehr. Was heißt hier grundsätzlich? Es heißt, dass diese Gesetze sich nicht aus der sozialistischen Produktionsweise ergeben und im Widerspruch zu ihr stehen. Das schließt nicht aus, dass zu einem konkreten Zeitpunkt des sozialistischen Aufbaus das Wertgesetz noch eine gewisse, wenn auch eingeschränkte Wirksamkeit besitzen kann. Wenn dies der Fall ist, ist das aber ein Überbleibsel der kapitalistischen Gesellschaft, das noch nicht überwunden wurde. Auf die Frage des Wertgesetzes im Sozialismus werden wir an späterer Stelle zurückkommen. Die Gesetzmäßigkeiten der sozialistischen Produktionsweise ergeben sich historisch und logisch aus dem Kapitalismus. Die Entwicklung des Kapitalismus zum Monopolkapitalismus, zum Imperialismus schließt ein, dass bereits unter kapitalistischen Bedingungen ein enormes Maß an Konzentration, Zentralisation und Vergesellschaftung der Produktion stattfindet. Indem die Bauernschaft und das städtische Kleinbürgertum durch die kapitalistische Entwicklung zahlenmäßig stark zurückgedrängt werden, teilt sich die Gesellschaft immer mehr in ihre zwei Hauptklassen auf, die Arbeiterklasse und die Bourgeoisie. Das Programm der sozialistischen Revolution besteht nun darin, dass die bereits in enormem Maße vergesellschaftete und konzentrierte Produktion von der Arbeiterklasse übernommen wird. Damit wird der Grundwiderspruch des Kapitalismus zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung aufgehoben, sodass nun auch die Aneignung, also das Eigentum an den Produktionsmitteln und den Produkten, gesellschaftlichen Charakter erhält. Die gesellschaftlichen Produktionsmittel werden nun im Interesse der ganzen Gesellschaft angewendet, anstatt für den Profit einer kleinen Minderheit von Kapitalisten. Die Produktionsmittel werden durch die revolutionäre Macht der Arbeiterklasse den Händen der Privateigentümer, der Kapitalisten entrissen und unter die Kontrolle des Arbeiterstaats gestellt. Von bürgerlichen Ideologen werden deshalb Verstaatlichungen von Unternehmen unter kapitalistischen Bedingungen oder sogar staatliche Aktivitäten überhaupt, Subventionen, Steuern, Regulierungen und so weiter, oft als Sozialismus bezeichnet. Das hat natürlich nicht das Geringste mit der Realität zu tun, denn der Staat ist im Kapitalismus ideeller Gesamtkapitalist. Durch den bürgerlichen Staat übt die Bourgeoisie ihre politische Herrschaft aus. Der bürgerliche Staat muss, eben weil er die Interessen des Kapitals vertritt, die Abläufe der Kapitalakkumulation sichern und dafür auch selbst ökonomisch aktiv werden. Unter bestimmten Bedingungen kann das Verstaatlichungen einschließen. Diese dienen aber nicht dem Aufbau des Sozialismus und der Abschaffung der Ausbeutung, sondern ganz im Gegenteil der Stabilisierung des Kapitalismus und damit der Aufrechterhaltung der Unterdrückung und Ausbeutung der Arbeiterklasse. Einzelne Verstaatlichungen heben eben die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus nicht auf, solange das System des Privateigentums an Produktionsmitteln, der Konkurrenz und der Mehrwertproduktion nicht angetastet wird. Es gibt also zwei grundlegend verschiedene Arten der Verstaatlichung. Die Verstaatlichung im Kapitalismus und die Verstaatlichung als revolutionären sozialistischen Akt. Der entscheidende Unterschied ist ein politischer Unterschied. Im ersten Fall ist der Staat in den Händen der Kapitalistenklasse und kann daher nicht der Entmachtung des Kapitals dienen. Im zweiten Fall ist die Staatsmacht bereits eine grundlegend andere,
denn sie ist aus dem revolutionären Sturz des Kapitalismus hervorgegangen. Der bürgerliche Staat wurde zerschlagen und ein neuer Staat der Arbeiterklasse errichtet. Die Verstaatlichung von Betrieben, aber auch der Infrastruktur, des Bodens, der Wälder und so weiter, dient nicht mehr dem reibungslosen Ablaufen der kapitalistischen Produktion, sondern dem Übergang zu einer neuen Gesellschaftsordnung, in der es schließlich kein privates Kapital, kein Profit, keine Ausbeutung mehr geben wird. Kapitel 9.2.1 Zentrale Planwirtschaft. Dass die Produktionsmittel nun vergesellschaftet sind, bedeutet notwendigerweise, dass auch die Produktion und Verteilung der Güter zentral geplant werden. Es gibt dann ja nur noch einen Eigentümer der Produktionsmittel, nämlich die Gesellschaft, der sozialistische Staat. Unter diesen Bedingungen kann die Produktion nur auf Grundlage eines Plans organisiert werden, der die Erfüllung der Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft zum Ziel hat. Diese Bedürfnisse der Gesellschaft, ihr Bedarf an Konsumgütern, an den Produktionsmitteln, die notwendig sind, um diese zu produzieren, müssen also ermittelt werden, bevor ihre Produktion beginnt. Die Planwirtschaft setzt dabei ein komplexes System der Berechnungen voraus, in dem nicht nur der Bedarf vorher festgestellt werden muss, sondern auch, welche Güter in welcher Menge von jedem einzelnen Produktionszweig, ja sogar jedem einzelnen Betrieb benötigt werden, um alle geforderten Dinge zu produzieren. Dabei werden jedem Betrieb im Rahmen des Gesamtplans für die sozialistische Volkswirtschaft verpflichtende Aufgaben zugewiesen. Die Entwicklung der Informations-, Kommunikations- und Transporttechnologien erleichtert die Erstellung und Durchführung eines solchen gesamtwirtschaftlichen Plans natürlich erheblich. Die Geschichte der Sowjetunion zeigt, dass es bereits Ende der 1920er Jahre möglich war, die Produktion einer ganzen Gesellschaft in einem riesigen Land zu planen und innerhalb kürzester Zeit die Grundlagen einer modernen Industrie zu schaffen. Heute stehen natürlich ganz andere Möglichkeiten der effizienten Wirtschaftsplanung zur Verfügung, und es ist zu erwarten, dass auch in Zukunft mit der Weiterentwicklung der Informationstechnologie ständig weitere Möglichkeiten entstehen werden, um zentral geplante Wirtschaftsabläufe zu verbessern. Die zentrale Feststellung der Bedürfnisse im Voraus ist ein Unterschied zum Kapitalismus, wo eine solche Feststellung der Bedürfnisse nicht stattfindet und lediglich im Nachhinein über den Markt zu ermitteln ist, für welche Güter eine zahlungsfähige Nachfrage bestand und für welche nicht. Ein gesamtwirtschaftliches Chaos und notwendig auftretende Ungleichgewichte wie im Kapitalismus gibt es daher in einer Planwirtschaft nicht. Zu Krisen kommt es schon alleine deshalb nicht, weil die Produktion sich an den Bedürfnissen orientiert und nicht an der zahlungsfähigen Nachfrage auf dem Markt. Berge unverkäuflicher Waren, wie es sie im Kapitalismus gibt, kommen dadurch gar nicht erst zustande. Natürlich sind auch im Sozialismus wirtschaftliche Probleme möglich. Diese liegen dann aber an Fehlplanungen, Inkompetenz und so weiter. Sie treten also anders als im Kapitalismus nicht gesetzmäßig auf und können durch eine umsichtige Politik vermieden werden. Warenproduktion gibt es in Wirtschaftsformen, in denen Produktion und Konsumption getrennt sind, in denen also die Produzenten der Güter und die Konsumenten dieser Güter getrennt voneinander agieren. Das ist im Kapitalismus der Fall, da die Produktionsmittel Privateigentum sind und die Waren für den Verkauf, nicht für den Eigenkonsum produziert werden. Im Sozialismus sind dagegen alle Betriebe Teil desselben wirtschaftlichen Organismus. Alle Betriebe gehören dem Staat, der ganzen Gesellschaft und sind einem gesamtgesellschaftlichen Plan unterworfen. Es gibt daher keine Grundlage dafür, dass die Betriebe untereinander ihre Produkte austauschen. Denn auch die Produkte sind nicht das Eigentum der einzelnen Betriebe, sondern gehören der ganzen Gesellschaft. Und natürlich kann die Gesellschaft keinen Handel mit sich selbst treiben. Die Betriebe liefern also ihre Produkte ab und diese werden direkt entweder an andere Betriebe weitergeliefert, wenn es sich um Produktionsmittel handelt, oder wenn es sich um Konsumgüter handelt, an die Konsumenten verteilt. Kapitel 9.2.2 Lohn- und Leistungsprinzip im Sozialismus. Solange die Gesellschaft keinen Überfluss an Konsumgütern produzieren kann, muss die Verteilung der Güter weiterhin durch eine Art Geld geregelt sein.
Man bekommt für seine Arbeit, die zur Vermehrung des gesellschaftlichen Reichtums beiträgt, entsprechend der geleisteten Arbeitszeit ein Einkommen zugewiesen, mit dem man Zugriff auf einen Anteil am gesellschaftlichen Reichtum bekommt. Marx schreibt dazu, Zitat Anfang, er erhält von der Gesellschaft einen Schein, dass er so und so viel Arbeit geliefert, nach Abzug seiner Arbeit für die gemeinschaftlichen Fonds, und zieht mit diesem Schein aus dem gesellschaftlichen Vorrat von Konsumptionsmitteln so viel heraus, als gleich viel Arbeit kostet. Zitat Ende. Kritik des Gotha-Programms. Diese Scheine, mit denen die Menschen im Sozialismus sich die Güter ihres täglichen Bedarfs besorgen können, haben oberflächlich betrachtet Ähnlichkeit mit dem Geld, mit dem wir im Kapitalismus einkaufen gehen. Sie sind aber kein Geld im kapitalistischen Sinne, wie Marx betont, Zitat Anfang. Die Produzenten mögen meinetwegen papierne Anweisungen erhalten, wofür sie den gesellschaftlichen Konsumtionsvorräten ein ihrer Arbeitszeit entsprechendes Quantum entziehen. Diese Anweisungen sind kein Geld, sie zirkulieren nicht, Zitat Ende, das Kapital, Band 2. Unter kapitalistischen Bedingungen zirkuliert das Geld frei. Es wird verwendet, um eine Ware zu kaufen. Der Verkäufer dieser Ware benutzt es dann wiederum, um weitere Waren zu kaufen und so weiter. Ganz anders im Sozialismus. Das Geld wird hier für geleistete Arbeit vom Staat an die Arbeiter ausgezahlt und diese geben es dem Staat zurück, um dafür Bedarfsgüter zu erhalten. Die Arbeiter kaufen mit dem Geld also nicht bei anderen Privatpersonen ein und es ist schon gar nicht möglich, das Geld als Kapital anzuhäufen, indem man Produktionsmittel davon kauft und ein eigenes Unternehmen betreibt. Es dient lediglich dazu, die Verteilung der gesellschaftlichen Güter auf die Individuen zu regeln. Der Lohn, den die Arbeiter im Sozialismus erhalten, ist damit etwas völlig anderes als der kapitalistische Lohn. Im Kapitalismus sind die Arbeiter doppelt frei, da sie sowohl frei vom Eigentum an Produktionsmitteln sind, als auch frei, ihre Arbeitskraft auf dem Markt zu verkaufen. Beides gilt im Sozialismus nicht mehr. Die Arbeiter sind nun Eigentümer der Produktionsmittel, wenn auch gemeinschaftlich und nicht individuell. Und sie verkaufen ihre Arbeitskraft auch nicht an jemand anderen. Der Lohn im Sozialismus wird ihnen nicht von einem Kapitalisten ausgezahlt, sondern er ist wiederum nur die Form, in der der proletarische Staat die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums auf die Individuen organisiert. Dies ist notwendig, solange es noch Mangel gibt und daher der Anteil, den das Individuum vom Reichtum der Gesellschaft erhält, auch noch nach seiner individuellen Leistung bemessen werden muss. So war es in der Verfassung der Sowjetunion von 1936 festgeschrieben. Zitat Anfang. In der UdSSR wird der Grundsatz des Sozialismus verwirklicht. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung. Zitat Ende. In einem späteren Entwicklungsstadium des Sozialismus wird sich das schrittweise ändern. Marx schreibt, Zitat Anfang, in einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, wo alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen, erst dann kann die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Zitat Ende. Marx, Kritik des Gotha-Programms. Im Sozialismus wird natürlich auch kein Mehrwert produziert. Es werden Investitionen getätigt und dabei ein Überschuss produziert. Der gesellschaftliche Reichtum wächst mit der Zeit. Das ist aber kein Mehrwert, denn der Überschuss gehört keiner Privatperson, sondern der gesamten Gesellschaft. Er wird auch nicht verkauft, nimmt also keine Wertform an. Deshalb ist es falsch zu behaupten, dass im Sozialismus der Staat einfach die Rolle der Kapitalisten übernehmen würde oder dass dies in der Vergangenheit in der Sowjetunion oder anderen sozialistischen Ländern der Fall gewesen sei. Denn Kapitalismus gibt es nur durch die Konkurrenz verschiedener Kapitalisten, die miteinander im ständigen Wettstreit um die höchsten Profite liegen. Der sozialistische Staat plant hingegen die Produktion mit dem Ziel der bestmöglichen Befriedigung der gesellschaftlichen Bedürfnisse. Er orientiert sich nicht am Profit. Kapitel 9.2.3 Wirkt im Sozialismus das Wertgesetz. Wenn der Lohn im Sozialismus einen anderen Charakter annimmt und es keinen Mehrwert gibt,
wirkt unter den Bedingungen der sozialistischen Produktion denn zumindest das Wertgesetz, das ja nicht nur im Kapitalismus, sondern auch in früheren Produktionsweisen eine Rolle spielte? Über diese Frage war in den sozialistischen Ländern heiß gestritten worden. Die Positionen reichten von der Auffassung, dass die Wirkung des Wertgesetzes im Sozialismus grundsätzlich unzulässig sei, bis hin zu der Ansicht, dass auch im Sozialismus das Wertgesetz die Produktion regulieren muss und somit auch im entwickelten Stadium der kommunistischen Gesellschaft noch seine Gültigkeit hat. Erinnern wir uns jedoch daran, was das Wertgesetz ist. Das Wertgesetz regelt in einer Gesellschaft, in der die Produzenten voneinander getrennt für den Markt produzieren und miteinander konkurrieren, die Austauschbeziehungen und die Verteilung der Arbeit auf die verschiedenen Produktionszweige. Stalin vertrat daher in dieser Diskussion eine differenziertere Position. Weil die Produktion in der Sowjetunion noch nicht vollständig vergesellschaftet war, also noch nicht alle Produktionsmittel Volkseigentum waren und daher direkt dem zentralen Plan unterstellt waren, gab es noch Warenproduktion. Das bedarf vor allem die kollektivwirtschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe, Kolchosen, deren Boden und wichtigste Produktionsmittel zwar Staatseigentum waren, die aber weiterhin einen Teil ihrer Erzeugnisse selbst verkaufen durften, statt sie einfach nur an den Staat abzuliefern. Bei der Bildung der Preise dieser landwirtschaftlichen Konsumgüter spielte das Wertgesetz weiterhin eine gewisse Rolle. Auch im Außenhandel nahmen die Produkte der sozialistischen Produktion natürlich weiterhin die Form von Waren an, da sie ja für einen kapitalistischen Markt produziert wurden. Allerdings komme dem Wertgesetz in der Sowjetunion selbst nicht die Rolle zu, die Produktion insgesamt zu regulieren, denn die Verteilung von Arbeitskräften und Ressourcen auf die verschiedenen Produktionszweige und die Festlegung der Preise geschah durch den zentralen Plan. Stalin verwarf auch richtigerweise die Ansicht einiger sowjetischer Ökonomen, wonach das Wertgesetz ein ewig gültiges Gesetz sei, das auch im Kommunismus noch wirke. Stalin, ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Wertgesetz unter bestimmten Bedingungen in einer früheren Phase des sozialistischen Aufbaus noch eine begrenzte Wirkung haben kann, solange es nicht möglich ist, alle Produktionsmittel zu vergesellschaften und in den zentralen Plan einzubeziehen. Trotzdem ist es ein Gesetz, das der sozialistisch-kommunistischen Produktionsweise fremd ist und im Widerspruch zu ihr steht. Je mehr die sozialistischen Produktionsverhältnisse gefestigt und vertieft werden, desto weniger Raum kann es für das Wertgesetz geben. Im Sozialismus erfolgt also die Steuerung der Produktion und die Verteilung der Arbeit und Ressourcen auf die verschiedenen Wirtschaftszweige nicht durch das Wertgesetz, sondern durch einen zentralen Plan. Das bedeutet aber nicht, dass die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit als Maßstab keine Rolle mehr spielt. Denn wie auch schon Marx bemerkte, gilt auch im Sozialismus das Gesetz der Zeitbestimmung der Arbeit. Im Kapitalismus spielt die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit über das Wertgesetz eine entscheidende Rolle als Regulator der Produktion. Im Sozialismus ist es nicht das Wertgesetz, das diese Rolle erfüllt. Aber auch hier wird durch den Fortschritt der Produktivkräfte die Zeit, die gebraucht wird, um ein bestimmtes Produkt herzustellen, ständig verringert. Zitat Anfang. Gemeinschaftliche Produktion vorausgesetzt, bleibt die Zeitbestimmung natürlich wesentlich. Je weniger Zeit die Gesellschaft bedarf, um Weizen, Vieh etc. zu produzieren, desto mehr Zeit gewinnt sie an anderer Produktion, materieller oder geistiger. Wie bei einem einzelnen Individuum hängt die Allseitigkeit ihrer Entwicklung, ihres Genusses und ihrer Tätigkeit von Zeitsparungen ab. Zitat Ende. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Kapitel 9.2.4 Ökonomische Gesetzmäßigkeiten des Sozialismus. Bedeutet das, dass keines der ökonomischen Gesetze, die im Kapitalismus gelten, für den Sozialismus Gültigkeit hat? Natürlich nicht. Auch in der sozialistischen Planwirtschaft lässt sich die Produktion in Produktion von Produktionsmitteln, Abteilung 1, und Konsumgütern, Abteilung 2, unterteilen.
Marx weist darauf hin, dass auch im Sozialismus die Abteilungen der Produktion in einem passenden Verhältnis zueinander entwickelt werden müssen, sodass die Produktion beider Abteilungen genau den Erfordernissen der jeweils anderen Abteilung und der Gesellschaft insgesamt entspricht. Marx, das Kapital, Band 2. Auch im Sozialismus bedeutet eine Ausweitung der Produktion und ein Wachstum des gesellschaftlichen Wohlstands zunächst eine Ausweitung der Produktion von Produktionsmitteln, um die Produktionskapazität zu erhöhen. Der entscheidende Unterschied zum Kapitalismus besteht darin, dass die Entwicklung der Abteilungen im Sozialismus durch den zentralen Plan gleichmäßig und im richtigen Verhältnis vonstatten gehen kann, während es im Kapitalismus ständig zu Ungleichgewichten und damit zu Krisen kommen muss. Eine wichtige Erkenntnis, die wir also hier festhalten können, ist, dass auch im Sozialismus ökonomische Gesetzmäßigkeiten wirken. Auch diese Gesetze sind objektiv vorhanden, das heißt, sie existieren unabhängig vom Willen der Menschen. Wie ist das zu verstehen? Ist es im Sozialismus nicht der Mensch, der über sein eigenes Schicksal und die gesellschaftliche Entwicklung bestimmt? Ja, das ist korrekt, aber es bedeutet nicht, dass deshalb die Menschen den sozialistischen Aufbau beliebig gestalten könnten oder dass es eine Vielzahl möglicher Formen des Sozialismus geben könnte. Ohne Gesetzmäßigkeiten wäre die gesellschaftliche Entwicklung im Sozialismus zufällig und chaotisch. Es gäbe keine Möglichkeit mehr, sie wissenschaftlich zu analysieren und steuernd in sie einzugreifen. Die politische Ökonomie als Wissenschaft hätte also keine Funktion mehr. Auch für die sozialistische Planwirtschaft gelten aber bestimmte ökonomische Gesetze, die von den sozialistischen Planern zu beachten sind, wenn der sozialistische Aufbau nicht ins Stocken geraten soll. Ein solches Gesetz ist die oben erwähnte verhältnismäßige Entwicklung der Abteilungen der Produktion und der Vorrang der Produktion von Produktionsmitteln, solange die Gesellschaft noch unter wirtschaftlichem Mangel leidet und daher auf stetiges Wachstum angewiesen ist. Welches ist nun das grundlegendste ökonomische Gesetz des Sozialismus, das die Richtung der gesellschaftlichen Entwicklung vorgibt und von dem auch die anderen gesellschaftlichen Gesetze abhängig sind? Laut Stalin ist dieses Gesetz die, Zitat, Sicherung der maximalen Befriedigung der ständig wachsenden materiellen und kulturellen Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft durch ununterbrochenes Wachstum und stetige Vervollkommnung der sozialistischen Produktion auf der Basis der höchst entwickelten Technik. Zitat Ende, Stalin, Ökonomische Probleme des Sozialismus in der UdSSR. Er argumentiert, dass die zentrale Wirtschaftsplanung zwar wichtig, aber nicht das Grundgesetz des Sozialismus sein kann, weil sie an sich noch nicht aussagt, welche Aufgabe diese Planung hat. Die Ausrichtung der Planung auf die Befriedigung der wachsenden Bedürfnisse der Menschen sei dagegen das grundlegende, richtungsgebende Prinzip der sozialistischen Produktion. Auch bei Marx gibt es eine ähnliche Formulierung. Zitat Anfang. Ökonomie der Zeit, sowohl wie planmäßige Verteilung der Arbeitszeit auf die verschiedenen Zweige der Produktion, bleibt also erstes ökonomisches Gesetz auf Grundlage der gemeinschaftlichen Produktion. Zitat Ende, Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Auch Marx sieht also im ständigen Fortschritt der Produktivkräfte zur besseren Befriedigung der Bedürfnisse das grundlegende Gesetz des Sozialismus. Kapitel 9.2.5. Die zwei Phasen des sozialistischen Aufbaus. Der Marxismus unterscheidet im sozialistischen Aufbau zwei Entwicklungsphasen. In der ersten Phase ist die neue Produktionsweise noch unvollständig verwirklicht und die Gesellschaft ist noch von Überbleibseln des Kapitalismus gezeichnet. Marx schreibt über diese Phase, Zitat Anfang. Womit wir es hier zu tun haben, ist eine kommunistische Gesellschaft, nicht wie sie sich auf ihrer eigenen Grundlage entwickelt hat, sondern umgekehrt, wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, also in jeder Beziehung ökonomisch, sittlich, geistig noch behaftet ist, mit den Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren Schoße sie herkommt. Zitat Ende. Marx, Kritik des Gotha-Programms. In dieser Phase ist die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen bereits abgeschafft und die Mehrwertproduktion und Kapitalakkumulation bilden nicht mehr die Triebwerke der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Entlohnung der Arbeiter findet trotzdem noch nach ihrer geleisteten Arbeit statt, wie oben dargestellt wurde.
Es gibt in dieser Phase noch Überbleibsel der Warenproduktion, wie zum Beispiel der Warentausch zwischen kollektiven Landwirtschaftsbetrieben und dem Staat. Zu Beginn kann es sogar noch kleine private Betriebe geben, da es möglicherweise nicht angemessen ist, diese sofort zu vergesellschaften. Die Entwicklungsrichtung der Gesellschaft geht aber dahin, den Umfang der Warenproduktion und des Warenaustausches immer weiter zurückzudrängen. Auch die Bedeutung des Geldlohns sinkt immer weiter, da immer mehr Dienste wie Bildung, Gesundheitsversorgung, öffentlicher Verkehr, Sport, Kultur, soziales Beisammensein usw. von der gesamten Gesellschaft kostenlos allen Bürgern zur Verfügung gestellt wurden. In der Sowjetunion und anderen sozialistischen Ländern war dieses Prinzip schon zu einem hohen Maße verwirklicht und betraf zum Beispiel auch andere Bedürfnisse wie Grundnahrungsmittel, Wohnung und Urlaub, die zwar nicht kostenlos, aber stark verbilligt zugänglich gemacht wurden. Dadurch werden gesellschaftliche Unterschiede, die es zu Beginn natürlich noch in bedeutendem Maße geben kann, zum Beispiel zwischen leitenden Angestellten und einfachen Arbeitern, immer geringer und verschwinden schließlich ganz. Bildung wird nicht mehr das Vorrecht der herrschenden Klasse und der Mittelschichten sein, sondern alle Menschen werden zunehmend gleichen Zugang zu ihr bekommen. Dadurch werden die Unterschiede zwischen einfachen, komplizierten und leitenden Tätigkeiten zwischen Hand- und Kopfarbeit an Bedeutung verlieren. Lenin wird die Aussage zugeschrieben, dass im Sozialismus letzten Endes jede Köchin in der Lage sein muss, den Staat zu regieren. Das heißt nicht, dass es keine Spezialisierung mehr geben wird, denn natürlich ist es schwierig vorstellbar, gleichzeitig Experte in der Quantenphysik, der politischen Ökonomie und der Herzchirurgie zu sein. Aber die ausschließliche Beschränkung des Menschen auf eine Tätigkeit durch die vom System weitgehend vorbestimmte Berufswahl wird der Vergangenheit angehören. Stattdessen wird es um die allseitige Entwicklung des Individuums und seiner Fähigkeiten und Potenziale gehen. Je weiter dieser Prozess fortgeschritten ist, je mehr die Überbleibsel der überholten kapitalistischen Gesellschaft an Gewicht verlieren werden, je weiter also die vollen Potenziale des Menschen entwickelt werden und die Unterschiede zwischen Armen und Reichen verschwinden, desto mehr nähert sich die Gesellschaft dem Punkt, wo sie tatsächlich im vollen Maße als klassenlose Gesellschaft, als eine Gesellschaft der Freien und Gleichen bezeichnet werden kann. Oft wird die erste Phase der neuen Gesellschaft als die Phase des Sozialismus oder der Diktatur des Proletariats bezeichnet und die zweite Phase als Kommunismus oder klassenlose Gesellschaft. Die Unterscheidung zwischen den beiden Phasen kann aber nicht sehr scharf gezogen werden. Denn der Sozialismus stellt keine andere Produktionsweise und keine qualitativ andere Gesellschaftsform dar als der Kommunismus, sondern nur ein früheres, unvollständiges Entwicklungsstadium der kommunistischen Gesellschaft. Der Übergang zur kommunistischen Gesellschaft verläuft auch nicht abrupt wie der revolutionäre Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus, sondern als allmähliches Hinüberwachsen. Eine Revolution ist im Übergang zur kommunistischen Gesellschaft weder notwendig noch möglich. Denn die herrschende Klasse in der früheren Phase des sozialistischen, kommunistischen Aufbaus ist ja die Arbeiterklasse, die im Verlauf des Aufbauprozesses alle anderen Klassen auflöst. Die Arbeiterklasse ist zwar herrschende Klasse, aber zum ersten Mal in der Geschichte ist die herrschende Klasse keine Ausbeuterklasse, sondern eine Klasse, die sich die Abschaffung jeder Ausbeutung zum Ziel gesetzt hat. Es gibt also keine ausgebeutete Klasse mehr, die die herrschende Arbeiterklasse stürzen könnte. Kapitel 9.2.6. Kann Sozialismus funktionieren oder ist er nur eine unrealistische Utopie? Schließlich noch ein paar Worte zu der Frage, ob der Sozialismus funktionieren kann. Die antikommunistische Propaganda behauptet immer wieder, der Sozialismus sei vielleicht eine schöne Idee, aber letztendlich könne er doch nicht funktionieren. Auch viele Menschen, die sich ehrlich eine andere Gesellschaft wünschen, stellen sich oft die Frage, ob der Sozialismus-Kommunismus nicht letztlich doch eine unrealistische Utopie sei. Diese Frage ist jedoch bereits als Frage in gewisser Weise fehlgeleitet. Denn der Kapitalismus hat längst Produktivkräfte geschaffen, die nur noch im Sozialismus ihr volles Entwicklungspotenzial weiter entfalten können.
Er zwingt bereits die Arbeiter in einem Maße zur Kooperation, das die Organisierung des Arbeitsprozesses unter dem vereinten Kommando der Gesellschaft offensichtlich möglich und effizienter wäre. Mit anderen Worten, die Planwirtschaft, die laut den antikommunistischen Ideologien nicht funktionieren kann, findet in jedem kapitalistischen Monopolkonzern bereits statt. Nur eben nicht gesamtgesellschaftlich und nicht an den Bedürfnissen der Menschen, sondern am Profit ausgerichtet. Auch die angebliche Natur des Menschen, die so oft als Argument gegen den Sozialismus angeführt wird, wurde bereits widerlegt, denn der Mensch ist immer das Produkt der gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen er lebt, sodass es eine allgemeine, für alle Epochen gültige Menschennatur gar nicht gibt. Der Kapitalismus lässt in den Menschen ihre wahren Potenziale verkümmern und fördert vor allem die niedrigsten und verabscheuungswürdigsten Charakterzüge. Es ist natürlich wahr, dass Menschen zu unvorstellbaren Grausamkeiten und den größten Verbrechen gegen ihre eigene Art imstande sind, wenn die Gesellschaft diese Fähigkeiten in ihnen entwickelt, wie es imperialistische Staaten und Armeen und besonders der Faschismus immer getan haben. Die kapitalistischen Ideologen wollen uns weismachen, dass der Mensch von Natur aus ein Einzelgänger ist, der nur nach dem eigenen Vorteil strebt und grausam gegen seine Mitmenschen ist. Doch dieses Menschenbild entspricht nicht der Realität. Denn sogar im Kapitalismus strebt der Mensch auch nach der Befriedigung seiner materiellen, aber auch sozialen, kulturellen und intellektuellen Bedürfnisse, wie dem Bedürfnis nach Solidarität, Freundschaft, Gemeinschaft und so weiter, die allesamt gerade unter kapitalistischen Bedingungen nur unzureichend erfüllt werden können und nach dem Sozialismus verlangen. Die Arbeiterbewegung fördert und kultiviert auch schon im Kapitalismus die Solidarität unter den Arbeitern, den selbstlosen Einsatz füreinander und für eine bessere Gesellschaft. In einer sozialistischen Gesellschaft, wo die Arbeiter nicht mehr die Erfahrung der ständigen Konkurrenz gegeneinander machen, wo der gemeinsame Aufbau und die gegenseitige Hilfe und Unterstützung im Vordergrund stehen, entwickelt sich das Bewusstsein der Menschen ganz anders. Die Geschichte zeigt anhand von Millionen Beispielen, dass die Volksmassen im Sozialismus zu enormen Leistungen imstande sind. Von den freiwilligen Arbeitsbrigaden, zum Beispiel die Subotnik- und Stachanow-Bewegung in der Sowjetunion, bei denen Arbeiter freiwillig mehr arbeiteten, um den sozialistischen Aufbau zu beschleunigen, bis hin zum Massenheroismus, mit dem Millionen Arbeiter und Bauern unter gewaltigen Opfern die Sowjetunion gegen den deutschen Faschismus verteidigten, oder das vietnamesische Volk die USA als größte Militärmacht der Welt abwehrten. Der Sozialismus ist gerade deshalb eine sinnvolle Gesellschaftsform, weil er an den menschlichen Bedürfnissen und Neigungen, also an der menschlichen Natur, orientiert ist. Der Kapitalismus hingegen zeigt seinen irrationalen Charakter nicht nur durch seine regelmäßigen Krisen. Im Kapitalismus hängen auch Erfindungen und technische Neuerungen davon ab, ob das private Kapital sich einen Profit davon verspricht. Großinvestitionen, die sich erst langfristig lohnen, werden von den Kapitalisten erst gar nicht getätigt, weil es ihnen um den kurzfristigen Profit geht. Daher muss hier bereits der Staat einschreiten. Und viele Neuerungen werden sogar verhindert, weil sie die Profite beschneiden. Es ist allgemein bekannt, dass technische Geräte bewusst mit eingebauten Fehlern konstruiert werden, damit sie nach ein paar Jahren kaputt gehen und neu gekauft werden müssen. In der DDR hingegen wurden beispielsweise ein fast unzerbrechliches Glas entwickelt, weil es im Sozialismus eben darum geht, die Wissenschaft in den Dienst des Menschen anstatt des Profits zu stellen. In diesem Fall hieß das, sinnvolle Gebrauchsgegenstände zu produzieren und dabei Ressourcen einzusparen. Nach der Zerschlagung des Sozialismus konnte sich diese Erfindung jedoch nicht durchsetzen, weil die kapitalistischen Glasproduzenten ein Interesse daran haben, dass Gläser beim Fallen zerspringen und somit der Markt für ihre Waren nie versiegt. Während also die antikommunistische Propaganda behauptet, dass eine sozialistische Planwirtschaft wirtschaftlich ineffizient sei, ist das genaue Gegenteil der Fall. In der Planwirtschaft werden immer die neuesten und besten wissenschaftlichen Entwicklungen und Erfindungen umgesetzt werden, um die Arbeitsproduktivität zu erhöhen und den Ressourcenverbrauch zu senken, weil die Forschungen und Entwicklung nicht in jeder Firma einzeln stattfindet und durch das Betriebsgeheimnis behindert wird, sondern von allen Wissenschaftlern der Gesellschaft mit vereinten Kräften angegangen wird,
beschleunigt sich im Sozialismus der wissenschaftliche Fortschritt enorm. Weil nicht mehr nur ein kleiner Teil der Menschheit die Möglichkeit hat, sich zum Ingenieur oder Wissenschaftler zu entwickeln, sondern letztlich die Potenziale aller Menschen so weit wie möglich ausgeschöpft werden, wird auch die Anzahl großer und genialer Künstler und Wissenschaftler sich stark erhöhen. Die kapitalistische Produktionsweise hat in ihrer Anfangsphase im Vergleich zum Feudalismus und anderen vorkapitalistischen Produktionsweisen die Entwicklung der Produktivkräfte massiv beschleunigt. In vergleichbarer Weise wird auch der Sozialismus die Produktivkraftentwicklung, die von den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen eingeengt, gehemmt und in eine destruktive Richtung gelenkt wird, zum Nutzen der Menschheit entfesseln. Die kapitalistische Ressourcenverschwendung durch ständige Krisen, die Zerstörung von Mensch und Natur durch Kriege, zurückgehaltene technische Neuerungen sowie unproduktive und schädliche Tätigkeiten, zum Beispiel die Tätigkeiten von Finanzspekulanten und Finanzberatungsfirmen, Repressionsapparaten, Werbe- und Marktforschungsfirmen, aber auch Bereiche wie Prostitution, Drogen- und Waffenhandel usw., wird der planmäßigen, an gesellschaftlich sinnvollen Zielen orientierte Arbeit Platz machen. Textbox. Die Kontroverse um das Wertgesetz und Sozialismus. In der UdSSR und auch in den anderen sozialistischen Ländern setzte sich nach dem 20. Parteitag der KPdSU 1956 zunehmend die Auffassung durch, wonach das Wertgesetz auch ein Gesetz des Sozialismus sei. Demnach gingen Ökonomen und Politiker in den sozialistischen Ländern davon aus, dass wahre Geldbeziehungen und Gewinnstreben ebenfalls nicht im Widerspruch zum Sozialismus stehen würden, sondern für den Sozialismus nutzbar gemacht werden könnten. Begründet wurde dies oftmals durch ein falsches Verständnis des Wertgesetzes. Es wurde behauptet, dass das Wertgesetz und der Warentausch gegen Geld eine Folge der Arbeitsteilung in einer entwickelten Gesellschaft seien. In Wirklichkeit entsteht das Wertgesetz aber nur auf der Grundlage des Privateigentums an Produktionsmitteln. Wie Marx gezeigt hat, tendiert der Warentausch aus sich heraus immer dazu, sich hin zum Kapitalismus zu entwickeln. Auch in den sozialistischen Ländern zeigte sich, dass das Vorhandensein kleiner privater Betriebe auch im Rahmen einer sozialistischen Wirtschaft dazu führt, dass die Eigentümer dieser Betriebe ein bürgerliches, gegen den Sozialismus gerichtetes Klassenbewusstsein behalten oder ausbilden. Stalin hatte bis zu seinem Tod 1953 gegen solche Auffassungen gekämpft. Seiner Meinung nach war das Wirken des Wertgesetzes mit dem Sozialismus auf Dauer unvereinbar und musste im Verlauf des sozialistischen Aufbaus immer mehr zugunsten der umfassenderen Planung zurückgedrängt werden. Nach seinem Tod begann unter Führung Nikita Chruschtschows jedoch eine umfassende Kampagne gegen Stalin, die auch damit einherging, seine wirtschaftspolitischen Positionen zu verwerfen. Textbooks Ende.